Hallo bei Glückskinder, der Podcast für bedürfnisorientierte Eltern und starke Kinder. Ich bin Yvonne George, Diplom-Sozialpädagogin, Bindungspädagogin und Traumapädagogin. Ich begleite dich bei deinem Familienabenteuer. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe HörerInnen und ZuschauerInnen vom Glückskinder-Podcast. Ich habe heute wieder eine Gästin bei mir und ich freue mich riesig. Hallo, liebe Isabel. Hallo. Isabel ist Ernährungsberaterin und zwar nicht nur Ernährungsberaterin, sondern eine ganz besondere Ernährungsberaterin. Sie kümmert sich um die vegane Ernährung, ne? Also wenn du dich vegan ernähren möchtest, dann ist Isabel deine Ansprechpartnerin. Und heute sprechen wir über nochmal eine ganz besondere Sache. Und zwar ist Isabel auch Mama und auch werdende Mama. Und sie erzählt uns heute, ja, wie du dich vegan ernähren kannst in der Schwangerschaft und ja, wie du auch deine Familie vegan ernähren kannst und wie das so funktioniert und was sie so für Herausforderungen im Alltag hat, das erzählt sie uns heute. Und ja, nochmal hallo und herzlich willkommen, Isabel. Was willst du vielleicht noch ergänzen zu der Vorstellung? Ja, ich fand die Weise schon sehr ausführlich. Da war schon ziemlich viel drin. Genau, ich bin Isabel bei Instagram. Findet man mich auch unter dem Namen Fräulein Tofu. Und ich bin Mama und wirklich bald werdende Mama. Also habe schon eine kleine Murmel. Und das ist jetzt auch meine zweite vegane Schwangerschaft. Mhm. Also vegan ist ja schon mal sowieso so special, aber dann auch noch vegan in der Schwangerschaft ist natürlich nochmal so ein i-Tüpfelchen. Mhm. Und genau, deshalb bin ich heute hier, um mal von meinen eigenen Erfahrungen auch zu sprechen, auch natürlich auch aus Expertinnen-Sicht. Schließlich bin ich Ernährungsberaterin für eine vegane Ernährung. Und ja, ich bin schon ganz gespannt, was wir heute alles so aufdecken und was alles so ans Licht kommt. Ich auch auf jeden Fall. Also es ist ja auch ein super spannendes Thema. Ich habe dich auf Instagram entdeckt bei einem Kommentar irgendwie und da hast du gesagt, ja, das ist jetzt schon meine zweite vegane Schwangerschaft und da bin ich sofort auf dein Profil und habe dich sofort angeschrieben, weil ich das total spannend finde, weil es ja immer noch Vorurteile gibt, so, ne, die, also allgemein, vielleicht zum Thema vegan hat sich so ein bisschen eingegroovt, vielleicht die Vorurteile, so habe ich zumindest den Eindruck, aber wenn es dann darum geht, ja, ich ernähre meine Kinder vegan oder ich bin halt in einer veganen Schwangerschaft, dann könnten vielleicht schon mehr Vorurteile rauskommen, habe ich mir so gedacht, deswegen wollte ich einfach mal mit dir drüber sprechen, wie empfindest du das, hast du da Vorurteile schon erlebt oder gehört oder was hast du für Herausforderungen? Also ich kann jetzt auf jeden Fall aus meiner ersten Schwangerschaft berichten. Da war ich auch noch gar nicht so lange vegan und ich hatte mich auch selber noch nicht so wirklich mit Nährstoffen auseinandergesetzt. Ich war damals auch noch keine Ernährungsberaterin und gehörte eher zu diesen sogenannten Pudding-Veganern. Also die halt das essen, worauf sie Lust haben. Und genau. Also die halt nicht so wirklich auf Nährstoffe auch achten und sich gesund und ausgewogen ernähren. Zu den Leuten habe ich am Anfang gehört. Und dann durch die Schwangerschaft habe ich mich dann natürlich immer intensiver damit auseinandergesetzt und habe aber auch trotzdem, gerade so aus der Familie und aus dem Freundeskreis, immer wieder Fragen gehört, so, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Und schadest du nicht deinem Kind? Und ist das wirklich gut? Und willst du nicht lieber ein bisschen Fleisch essen, jetzt wenigstens in der Schwangerschaft? Und aber komm, Milch kannst du doch trinken. Und ja, ich so, nein. Also die haben sich dann Sorgen gemacht, dass du irgendwie mangelernährt bist und so, ne? Ja, genau. Also das muss man dann natürlich auch immer so im Hinterkopf haben. Die machen das ja nicht oder die sagen es ja nicht, weil sie einem irgendwie wehtun wollen, sondern oder einen verletzen wollen, sondern weil sie sich wirklich Sorgen machen. Ne? Also sie haben halt einfach Angst, dass dem Baby und mir halt irgendwas passieren könnte. Oder ja, und dann habe ich mich super intensiv damit auseinandergesetzt, habe ganz viel recherchiert und habe dann auch Links rausgeschickt und Bücherempfehlungen rausgeschickt und habe dann immer gesagt, Leute, ich finde es total lieb, dass ihr euch Sorgen macht, aber ihr könnt mir vertrauen, ich weiß, was ich hier mache und genau, das also, ist mein Weg und ich möchte das gerne so machen. War das am Anfang so, dass du da auch wirklich schon diese innere Sicherheit hattest, dass du das so safe sagen konntest oder hast du dich da manchmal auch selbst verunsichern lassen? Am Anfang vielleicht schon noch so ein bisschen verunsichert, aber gerade wenn man dann anfängt zu googeln, bei Instagram, bei Facebook oder so weiter zu gucken, dann findet man ja auch andere vegane Mamas oder andere Familien, die sich vegan ernähren. Und dann dachte ich mir, okay, also es kann ja jetzt irgendwie auch kein riesen Hexenwerk sein. Das muss ja irgendwie möglich sein. Ja. Das kriege ich schon irgendwie hin.
So, und dann hatte ich natürlich auch ein Gespräch mit meiner Frauenärztin, die dann auch meinte, also vegetarische Ernährung während der Schwangerschaft sei kein Problem. Das wird auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen. Eine vegane Ernährung allerdings wird halt nicht empfohlen. Entsprechend kann sie mir dazu halt auch nicht raten und sie kennt sich da halt auch selber viel zu wenig mit aus, mit Nährstoffen und so weiter. Und sie würde mich lieber an jemanden vermitteln, der sich damit halt besser auskennt. Und ja. Und dann war mein Gedanke halt eigentlich nur, naja, warum sollte ich denn jetzt zu jemandem gehen, der das alles weiß? Ich kann mir das Wissen auch jetzt auch selber aneignen so. Ja, cool. Ich habe da irgendwie voll Bock drauf und ich will auch wirklich sicher sein, dass das, was ich sozusagen mir und meiner Familie dann antue, dass das auch richtig ist. Und ja, so kam dann schon irgendwie ist so der kleine Keim gewachsen, sage ich jetzt mal, in meinem Kopf. So Mensch, vielleicht ist Ernährungsberatung vielleicht doch was irgendwie so, was mein Herzensthema sein könnte oder womit ich mich dann richtig identifizieren kann. Und ja, als dann der kleine Schatz da war, habe ich dann auch tatsächlich angefangen, die Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin zu machen. Cool. Und ich bereue es auf gar keinen Fall, genau, jetzt selber diese Expertin zu sein und anderen halt helfen zu dürfen, um halt gerade so diese Ängste und Befürchtungen halt so ein bisschen nehmen zu können. Und du warst ja vorher schon vegan, ne? Also bevor, ne, vor der Schwangerschaft logischerweise. Wie lange warst du da schon? Oder hast du dich schon vegan ernährt? Da habe ich mich ein Jahr, glaube ich, vegan ernährt. Also es war auch noch nicht so lange Relativ eigentlich. frisch noch, ne? Genau. Ja, das war dann ein Jahr her, genau. Also zur veganen Ernährung bin ich gekommen, falls es jetzt nicht so abschweifend Nee, das habe ich eh auf meiner Liste stehen. Das will ich eh wissen, auch so, ne? Okay. Wie das gekommen ist, warum du dich dafür entschieden hast und wie das mit deinem Partner ist, hat er sich auch. Also, das erzähl ruhig mal. Hau mal raus. Okay, ich hau einfach mal raus. Hau raus. Also, wie ist es dazu gekommen? Es gab in meiner Familie eine Krebserkrankung. Und dann wurde familienintern sozusagen beschlossen, Mensch, wir probieren jetzt mal die basische Ernährung aus. Das war dann aber auch gerade so zu der Zeit, wo man selber Student ist, man war viel feiern, hat viel Alkohol trinken wollen und das war halt in der basischen Ernährung alles nicht vorgesehen. Also es hat halt einfach in dem Augenblick nicht zu uns gepasst. Wir haben aber Ja. allerdings sehr viel davon mitnehmen können, weil wir uns dann mehr Richtung einer vegetarischen Ernährung bewegt haben. Also wir haben dann auf Fisch und Fleisch größtenteils schon verzichtet, haben sowieso nur noch Bio eingekauft, also gerade was so tierische Produkte anging, und sind dann von vegetarisch immer mehr ins Vegane übergegangen. Gerade weil man sich dann auch mehr damit beschäftigt hat, dass es ja nicht nur gesundheitliche Vorteile hat, sich pflanzenbasiert zu ernähren, sondern ja auch ethische Vorteile, dass da super viel Tierleid drin steckt in so einer Tüte voll Milch, die man irgendwo kaufen kann oder in einem Joghurt oder solche Sachen. Und je mehr ich mich da belesen habe, und mir Dokumentationen angeschaut habe. Da gibt es ja auch so krasse Dokumentationen zu, wo man so Horrorbilder dann sehen kann. Und Was hast du da ja. geguckt? So, was hat denn dich so beeinflusst? Ich weiß noch, bei mir war Ja. es, glaube ich, Cowspiracy. Das war, glaube ich, Ja, meine genau. erste. Was war so deine, also was waren so deine ersten Dokus, die dich da nochmal so wach gemacht haben? What the Health hatte ich noch geschaut. Mm, ja. Fork over Knives gab es ja auch noch. Inzwischen gibt es Genau. ja auch noch Dominion und The Game Changer, das sind ja so die ich spontan von Netflix kenne. Ja. Und einfach nur, wenn man dann immer so kurze Episoden sieht, wie dann Tiere gehalten werden oder auch von Vegan ist ungesund, die machen ja auch super viel Content auf YouTube. Ja. Und wenn man dann halt sieht, wie so Hühner gehalten werden, wie die dann kaum Federn haben und wie dann halt den Kühen die Kälber entrissen werden und solche Sachen und da ist dann halt auch irgendwie mein Mama-Herz total drin aufgegangen, weil ich habe dann halt zu der Zeit auch selber meinen Jungen gestillt. Und ich fand das einfach so erschütternd und so traurig, wie diesen Kühen ihre Kälber weggerissen werden. Und sie dürfen ihre Babys nicht bei sich haben. Sie dürfen sie nicht, also sie dürfen halt nicht ran an die Kuhmilch. Und oh, ich fand das ganz, ganz schrecklich. Und da dachte ich so, oh, Ja. das kriege ich mit meinem, das kriege ich einfach nicht mit mir selber vereint. Ja. Dem, was mir wichtig ist. Und dann, ja, aus dieser Gefühlsperspektive heraus hatte ich einfach so viel Empathie für dieses Tier. Und es tat mir so, so unglaublich leid, dass ich dann, also für mich entschieden habe, das geht nicht. Also das möchte ich nicht unterstützen, das kann ich nicht unterstützen. Und ja, aber tatsächlich war Käse bei uns ganz, ganz lange noch ein Thema, weil wir von diesem Käse nicht weggekommen sind. Wir haben dann eine Zeit lang auf Rohmilchkäse in Bioqualität bei Alnatura nur von der Käsetheke vorne und so weiter. Und dann wurde das über Wochen noch immer weniger und irgendwann
war den Käse auch Geschichte. Dann haben wir es auch nicht mehr gebraucht und auch nicht mehr gekauft. Käse ist, glaube ich, auch der Klassiker. Also ich denke mal, da ist die vegane Produktion ja dann auch schon ein bisschen hinterher. So, ne? Also es gibt ja mittlerweile viel leckereren Käse und besseren Käse als das. Ich denke mal, das wird sich dann auch noch. Es gibt ja bestimmt auch gute Rezepte, ne? Du hast ja auch ein E-Book, da sind da auch Rezepte drin eigentlich. Ja, ich habe das nämlich vorhin gerade gesehen, das sieht total interessant aus. Ich verlinke das auch noch in den Shownotes, also für alle, die jetzt zuhören und denken so, oh, ich will unbedingt mehr darüber wissen. Ich verlinke auf jeden Fall das E-Book von der Isabel und in den Shownotes könnt ihr euch dann runterladen. Ja. Also ich muss kostenlos das E-Book. Ja. Genau, und das habe ich mit zwei anderen Ernährungsberaterinnen gemeinsam geschrieben. Und das ist tatsächlich auch für Leute ausgelegt, die sich für eine vegane Ernährung interessieren und daran interessiert sind, halt ihre Ernährung umzustellen. Also eher so für Beginner tatsächlich. Ja. Genau. Dann haben wir auch noch einen Teil zum Thema Meal Prep. Das war so mein Herzensthema. Das ist der Hammer. Das habe ich auf deinem Instagram-Kanal gesehen. Und das ist auch eine meiner Fragen gewesen. Wie kommt ihr im Alltag damit klar? Und diese Meal Preps, diese Übersichten, das ist ja mega. Also guckt auch unbedingt auf Isabels Instagram-Kanal. Ja, da seht ihr dann diese Wochen-Meal-Preps. Also ich hätte das total, also ich würde das total hilfreich finden, weil gerade wenn du eine Familie hast und deine Kinder versorgen möchtest und dann nicht so richtig sicher bist, dann ja. Genau. Also bei uns geht ohne Meal-Prep eigentlich gar nichts. Einfach weil wir durch unsere Berufe halt auch ans Büro gebunden sind oder an Baustellen gebunden sind und dann entsprechend gar keine Möglichkeit haben, uns tagsüber irgendwie was Gesundes zu essen zu besorgen. Also da gibt es weder gesunde Kantinen, also ich hätte zwar eine Kantine in der Nähe gehabt bei mir im Büro, aber da gibt es genau drei Gerichte. Und das war halt immer so Fleisch, Fisch und eins vegetarisch. Und wenn dir halt dieses Vegetarische an dem Tag nicht zugesagt hat, naja, dann war halt Pech gehabt, ne? Ja, Hätte noch eine Currywurst holen können, vielleicht noch einen Döner, aber wirklich gesund sind die Alternativen ja dann sowieso nicht mehr. Und dann sind wir auch irgendwie dann drauf gekommen, na Mensch, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir uns was mitnehmen? Ja. So ganz klassisch haben wir dann angefangen mit Salaten und Wraps und dann sind wir irgendwann dazu übergegangen, naja, wie wäre es denn, wenn wir das schon mal irgendwie im Voraus besser planen, dass wir dann halt nicht abends dann immer dastehen und überlegen, oh, was nehmen wir denn am nächsten Tag mit, was haben wir denn überhaupt noch alles da? Und dadurch ist bei uns irgendwie so dieses Meal Preppen und Einkaufslisten schreiben entstanden und damit fahren wir inzwischen richtig gut als Familie. Also wir machen das so, dass wir uns den Essensplan aus der Kita erst einmal besorgen. Aha. Und je nachdem, was da so draufsteht, gucken wir dann halt auch, okay, worauf haben wir denn überhaupt Appetit? Weil das ist halt mega wichtig. Ich kann jetzt kein Chilis in Carne für nächste Woche planen und habe aber eigentlich gar keinen Bock drauf. Ne? Also dann gucken wir halt so, worauf haben wir so Appetit? Was möchten wir gerne essen? Was könnten wir mit in die Kita geben? Was ist irgendwie sinnvoll? Also wenn es da zum Beispiel ein Rindergulasch gibt, dann könnten wir einen Kartoffelgulasch mitgeben oder irgendwas anderes Soßiges, was man halt so mit dazu geben könnte. Und dann setzen wir uns hin und machen einen Essensplan. Und dein Kind findet das auch alles lecker und gab es da noch keine Proteste irgendwie? Es gibt schon Proteste, wenn ich dann manchmal Sachen mit in die Kita gebe und dann kriege ich die volle Dose wieder mit zurück und ich mir so denke, zu Hause isst er das so gerne. Also gerade sowas mit Kichererbsen-Curry und solche Sachen, die sind dann natürlich nicht so scharf gewürzt, weil das würde er dann wieder nicht mögen. Das weiß ich ja dann als Elternteil oder als Mama und kann es entsprechend berücksichtigen. Aber sonst klappt das eigentlich immer ganz gut. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass wir ihn tatsächlich mit einbeziehen. Also wenn wir die Woche planen, sitzt er mit am Tisch. Er darf dann den Plan sauber machen. Er darf dann mit den Magneten draufspielen. Und er kann in den Kochbüchern rumblättern und zeigt uns dann irgendwelche Bilder von wegen, das möchte er jetzt gerne kochen oder das möchte er essen. Ja, da ist manchmal, ich meine, er weiß ja noch, er ist 2,5. Ne? Also. Aber er darf schon mitbestimmen. Das ist ja auch schon wieder total cool. So, ne? Also das ist ja auch was, wo auch ganz viele Bedürfnisse auch mit erfüllt werden, ne? Gemeinschaft und selber mitbestimmen und also cool. Wir fragen ihn auf jeden Fall. Meistens kommen dann aber eher so Sachen, also nicht wirklich sinnvolle Sachen, weil das also wenn er dann, weiß ich nicht, zum Mittag einen Quetschi essen möchte oder solche Sachen. Ja, okay, das wäre natürlich geil, aber das Genau. Aber da finden wir auf jeden Fall immer eine Lösung oder einen Kompromiss und dann klappt es auch echt gut und da wir das halt jede Woche machen, kennt ja das Ganze ja auch. Er kennt dieses Prozedere und diese Routinen. Er weiß, okay, Mama, Papa räumen die ganzen Kochbücher hin. Okay, jetzt heißt es Wochenplan erstellen, Einkaufsliste erstellen. Weil das machen wir dann auch immer noch gleich. Also wir machen nicht nur die
also die Planung fürs Essen, sondern wir schreiben dann halt auch gleich dazu für diesen Essensplan die Einkaufsliste. Es ist halt auch ein Vorteil, wenn man daran interessiert ist, weniger Essen wegzuwerfen. Ja, das Also so klingt Richtung super. Zero Waste und solche Sachen, ne? Also Ja, Lebensmittelverschwendung reduzieren. Und genau. ja. Wie herausfordernd ist denn der Alltag mit einer veganen Ernährung? Ich glaube, es sind halt einfach, es ist halt einfach die Unwissenheit. Es gibt halt noch gar nicht so viele vegane Familien, von denen man halt auch was gehört hat, also die in dem eigenen Freundes- oder Familienkreis sogar sind. Und entsprechend hat man dann natürlich einfach Sorgen und Befürchtungen. Also ich wurde ja in meiner Familie auch darauf angesprochen. Bist du dir sicher, dass du dein Kind vegan und Schwangerschaft, bist du dir da ganz sicher? Und auch als der Kleine dann da war und es mit der Beikost so losging, da hieß es dann auch, ja, aber also Kinder, bist du dir sicher? Und darf ich nicht mal ihm das und das geben? Nein, darfst du nicht. Ja. Also ich glaube, man muss einfach ganz viel erklären, wenn der, also wenn auch wirklich derjenige bereit ist, zuzuhören. Der Glaubenssatz ist ja, es ist gesund und wir brauchen das, um unsere Nährstoffe zu kriegen, wie jetzt Eisen, B12 oder sowas. Und als vegane Ernährungsberatung weißt du ja, oder Beraterin weißt du ja, wie du das ersetzen kannst. Hast du da vielleicht ein paar Tipps? Jetzt auf B12 und Eisen, da hast du Naja, dir ja zum gerade Beispiel zwei gute rausgesucht. das, was normalerweise, also normalerweise, ne, da wo die Leute denken, wenn ich jetzt tierische Produkte weglasse, dann sind diese Stoffe ja nicht mehr da. Und wie ersetze Kalzium. ich die? Ich bin dann mangelernährt, Ja, so, ne? genau. Also gerade so, was dieses Thema Kalzium und Kuhmilch angeht, das ist ja, glaube ich, auch so ein Riesenirrglaube, von wegen, man müsste ja Kuhmilch trinken, um genug Kalzium dem Körper zuzuführen. Das ist ja totaler Blödsinn. Also einfach nur Blödsinn. Weil Kalzium gibt es in ganz vielen verschiedenen Lebensmitteln. Beispielsweise Sesamsamen sind extrem kalziumhaltig. Die haben so viel Kalzium und du kannst Sesam einfach über das Essen streuen, einfach so ein bisschen oben drüber. Du kannst daraus ein Mousse herstellen oder dir kaufen, kannst das zum Das Beispiel Tahini, unter, ne? ja genau, kannst das unter Grießbrei runterrühren. Das Das machen habe sie ich zum gesehen, ja. Ich Frühstück habe total gern. es bei deinem Meal Prep-Plan heute gesehen. Grießbrei mit Tahini. Da dachte ich mir so, oh mein Gott, das klingt richtig lecker. Das habe ich noch nie gehört. Das will ich machen. Ja, weil ich meine, dann hast du halt gleichzeitig auch eine Fettquelle und Fett ist ja auch immer lecker, ne? Schmeckt dann also auch noch besser und du hast das Kalzium mit bei. Geil. Dann Guter gibt Tipp. es, ja, und dann gibt es auch noch Rotalgen. Das ist ja natürlich irgendwie so ein bisschen spezieller. Das müsste man sich extra kaufen. Genau, und dann gibt es auch verschiedene Milchsorten, die dann halt auch schon mit Kalzium zugesetzt sind. Also ob es jetzt eine Sojamilch oder eine Hafermilch mit Kalzium ist, die sind dann mit Kalzium angereichert. Also da sind dann genau diese Kalziumalgen, diese Rotalgen dann nämlich drin. Ah ja, Kann man aber okay. auch, kann man auch selber machen. Man kann auch selber diese Rotalgen kaufen und die Sojamilch kaufen oder auch sogar die Sojamilch selber machen. Und dann macht man sich einfach was von dem Pülverchen mit dazu und dann hat man ungefähr den gleichen Kalziumgehalt, wie auch eine Kuhmilch hätte. Ja. Dann gibt es auch noch Kalzium angereichertes Mineralwasser oder generell Mineralwasser mit hohem Kalziumgehalt gibt es auch noch. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und das ist wirklich, es ist kein Hexenwerk. Es Ja. ist auf jeden Fall möglich, auch im Alltag mit Familie und Stress und Hobbys und was weiß ich, ist es auf jeden Fall möglich, sich ausgewogen pflanzlich in einer Familie mit Beruf zu ernähren. Hast du da jetzt mehr Stress als vorher? Oder obwohl hast ja jetzt eigentlich keinen Vergleich, ne? Ich kann es nicht vergleichen, weil ich mich vorher auch absolut nur mit Nährstoffen auseinandergesetzt habe. Also ich weiß, ich hatte früher, das war ja auch so ein Grund, warum ich überhaupt zur veganen Ernährung am Ende gekommen bin. Ich hatte ja auch selber gesundheitliche Probleme. Mir wurde gesagt, ich hätte schon Arthrose oder eine frühe Form von Arthrose in meinen Zehen und mit meiner Hüfte war auch schon der erste Knacks drin sozusagen. Ach, das kann nicht sein. Ich bin nicht mal 25 und ihr wollt mir was von Arthrose erzählen. Also das. Nee. Also irgendwas läuft hier gewaltig schief. Ja. Und ja, genau. Also durch die Ernährungsumstellung hat sich das total gegeben. Ich habe da gar keine Probleme mehr. Meine Zehen sind flexibel wie eh und je. Und genau, der Hüfte geht es auch super. Auch so Verdauungsbeschwerden, die ich früher hatte, das hat sich auch alles aufgelöst. Außer wenn ich Ja. besonders fettreich esse. Also das merke ich immer noch so. Das bekommt mir nicht so. Ja. Aber das ist halt normal. Ja, na klar. Fett. Ja, genau. Also würdest du sagen, dein gesundheitlicher Zustand hat sich verändert und verbessert Definitiv. Mein dadurch, ja. Wohlbefinden hat sich auf jeden Fall verbessert. Ja. Definitiv.
Also gerade dann vor der Schwangerschaft habe ich dann auch angefangen, noch mich ein bisschen mehr zu bewegen, hatte mir Yoga gemacht, bin auch mal ab und zu joggen gegangen und so weiter. Und ich war wirklich, ich war so topfit. Und dann kam die Schwangerschaft. Ja. Genau. Dann kam der Babybauch, dann war sozusagen Stillzeit, dann sind die ganzen Kilos wieder runtergepurzelt, aber richtig schnell, das ging eigentlich auch nicht. Also ich habe auch sehr lange gestillt, muss ich dazu sagen. Und jetzt habe ich gerade so mein altes ursprüngliches Gewicht wieder und ups, kommt die nächste Schwangerschaft. Also mal gucken, wann ich mal wieder mein ursprüngliches Gewicht dann erreicht habe. Ja. Aber ja, also sagen wir mal so, die Zahl, die auf der Waage steht, ist halt auch nur eine Zahl. Und ja, also ich stelle mich, weiß ich nicht, vielleicht einmal im Jahr auf so eine Waage rauf oder jetzt in der Schwangerschaft halt öfter wegen Mutterpass und so weiter. Das muss ja alles ausgefüllt werden. Aber ansonsten ist das Wohlfühlgewicht ist ja eher was Persönliches, was im Kopf ist, womit man sich selber wohlfühlt und nichts, was auf der Waage halt irgendwie darstellbar ist. Ja, voll. Das sehe ich auch so. Ja, genau. Und gibt es was du jetzt zusätzlich noch supplementierst in der Schwangerschaft, was du sonst nicht machst? Oder auch in der Stillzeit? Das ist vielleicht noch was, was die Mamas interessieren könnte. Was ich sonst nicht mache. Genau, also was du jetzt quasi Nee. noch zusätzlich supplementierst oder machst du jetzt mehr oder? Genau. Wenn, mache ich ein bisschen mehr, das stimmt. Es gibt ja diverse Hersteller für diese ganzen Supplemente. Und es gibt halt auch eine Kombination, die ist mit Jod und mit Folsäuren. Die ist ganz cool, weil Jod ist ja generell auch potenziell kritisch, aber in jeder Ernährungsform. Und der Folsäure ist halt in der Schwangerschaft besonders empfehlenswert, gerade in den ersten Wochen und im ersten Trimester. Und auch schon eigentlich vor der eigentlichen Konzeption. Also bevor man schwanger wird, sollte man dann eigentlich auch schon die Folsäure genommen haben. Und dieses Präparat habe ich schon vorher benutzt, also schon vor der Schwangerschaft. Und das nehme ich jetzt auch immer noch in der Schwangerschaft. Dann habe ich ein Vitamin B12-Supplement, was ich benutze. Das habe ich aber auch schon vorher benutzt. Und da habe ich jetzt einfach einen Tropfen erhöht, um meinen Bedarf zu decken, den zusätzlichen. Also das ist jetzt nicht so weiter wild, statt zwei nehme ich drei. Und dann, was habe ich denn noch? Dann habe ich Vitamin D. Wobei, jetzt kommt die Sonne ja immer mehr raus. Da werde ich jetzt auch langsam dann mal das Ganze wieder aufhören und dann erst zum Herbst hin wieder dann starten. Und dann, was habe ich denn noch? Omega-3. Genau, Omega-3 ist halt auch noch so ein großes Thema. Denn Omega-3-Fettsäuren gibt es zwar auch in vielen pflanzlichen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Chiasamen und Leinsamen, Walnüsse und andere. Diese werden aber nicht so gut aufgenommen, weil die von anderen Faktoren wieder abhängig sind. Also je nachdem, wie viel Omega-6-Fettsäuren du dann auch im Körper hast und wie dieses Verhältnis zueinander ist, kannst du halt mehr oder weniger Omega-3-Fettsäuren aufnehmen. Und die müssen dann auch wiederum gespalten werden zu anderen Formen. Und bis dann das, was du wirklich brauchst, bei dir ankommt, ist halt schon ganz viel auf der Strecke liegen geblieben. Und um einfach da sicher zu sein, dass ich wirklich bestens versorgt bin, nehme ich da Kapseln, Omega-3-Kapseln. Und der Kleine nimmt da auch ein Öl zu, ein Eigenöl. Wie wirkt sich das denn aus, auf die Gesundheit? Also wenn ich jetzt irgendeine Mangelerscheinung habe, woran merke ich das eigentlich? Das ist total unterschiedlich, je nachdem, was für einen Mangel du haben könntest. Also bei Kindern ist es total gravierend, wenn die am Anfang nicht genügend Nährstoffe bekommen, gerade was so Vitamin B12 und Omega-3 angeht, dann kann sich das Gehirn nicht richtig entwickeln. Wenn sie nicht genug Kalzium bekommen, können sie nicht richtig wachsen. Das sind halt wirklich, also das hat halt eine richtige Tragweite, ne? Weil das kannst du halt auch nicht mehr ändern. Wenn du es halt einmal verpeilt hast, sozusagen verpatzt hast, dann ist es halt verpatzt. Du hast irgendwas an deinem Kind mehr oder weniger kaputt gemacht. Du kannst es dann natürlich wieder besser machen und es gleicht sich dann vielleicht auch irgendwann wieder aus. Aber letztendlich bleibende Schäden kannst du auf jeden Fall haben. Und deshalb finde ich es ungemein wichtig, wenn man sich vegan ernährt und schwanger ist, dass man sich da halt mal mit Nährstoffen auseinandersetzt und halt auch mal ein Blutbild machen lässt, um zu gucken, wo bin ich denn? Wo stehe ich denn gerade? Denn Vitamin B12 also kann der Körper sehr lange beispielsweise speichern. Das bedeutet, du könntest vor 2 Jahren aufgehört haben, Fleisch und andere tierische Produkte zu essen und dein Wert ist immer noch total top, aber der wird halt immer niedriger und immer niedriger und immer niedriger, bis er halt einfach im Boden ist. Und
Deshalb ist es halt essentiell wichtig, dass man zwischendurch immer mal sein Blutbild kontrollieren lässt. Es kann sein, dass jetzt Leute zuhören oder eh schon länger dran denken, ich habe irgendwie Lust, das mal auszuprobieren, habe aber vielleicht bisher mir Sorgen gemacht. Hast du da vielleicht ein paar heiße Tipps, ja, wie man also starten kann? Genau. Also als allererstes würde ich mir immer mein Warum irgendwie vor Augen machen. Warum möchte ich meine Ernährung ändern? Warum möchte ich sie grüner gestalten, pflanzlicher gestalten? Und das am besten noch aufschreiben. Also je mehr Gründe einem einfallen, umso besser. Ja. Umso motivierter kann man dann nämlich auch dranbleiben. Und da kann man sich dann auch nochmal diese Dokumentationen angucken. Also What the Health, Dominion, Fork Over Knives, Conspiracy, genau. Also die kann man sich auf jeden Fall anschauen. The Game Changer, hatten wir ja vorhin auch schon erwähnt. Das sind so Dokumentationen, die auf jeden Fall Motivation geben können. Okay, ich habe das auch nochmal aufgeschrieben, beziehungsweise werde ich dann auch nochmal verlinken. Also die ganzen Ressourcen kriegt ihr dann auch unter dem Video. Dann würde ich als zweites sagen, informier dich. Informier dich über Nährstoffe. Informier dich so generell vielleicht mit Büchern, mit Podcasts. Auch auf Instagram kann man ja auch super viel finden, ne? Welche Nährstoffe sind besonders wichtig, worauf müsste ich achten, welche Lebensmittelgruppen sollte man in einer veganen Ernährung auf jeden Fall immer essen, also auch täglich essen. Mhm. Das mache ich zum Beispiel ganz gerne auch in meinen Storys, dass ich dann zeige, ja hier guck mal, heute habe ich schon Hülsenfrüchte, Check, Obst, Check, Gemüse, Check, Getreide, Check, jetzt fehlen nur noch Nüsse, Saaten. Da finde ich übrigens richtig cool, also so für mich, ne, weil ich mag es auch sehr einfach, also mir ist Leichtigkeit sehr wichtig. Ich mag das dann, wenn ich das einfach morgens in mir einen Smoothie reinmache und habe das dann quasi schon abgehakt für den ganzen Tag, so, ne, und brauche mir dann gar keine Gedanken mehr machen. Also gleich das Erste, was ich esse, einfach gleich ein Smoothie, wo dann, oder auch so Pulver, wo dann so unterschiedliche Gemüsesorten mit drin sind, Obstsorten mit drin sind, und dann ist es halt alles gleich irgendwie, hat man das gleich alles im Körper drin? Ja, klar. Also wenn du so viel in einen Smoothie reinkriegst, Hut ab. Also ich würde das nicht so viel in einen Smoothie reinzukriegen. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst, dass man halt schon mal sozusagen den Tag damit startet, dass man halt schon so Essentials einfach durch hat. Mhm. Ne? Dass da schon mal Nüsse und Saaten drin sind oder vielleicht, genau, dass man da schon mal Feldsalat, Spinat oder sowas mit reinmacht, damit man schon mal ein grünes Blatt Gemüse hat. Und solche Dinge. Genau. Genau. Also, dass man sich darüber informiert, welche vegane Lebensmittelgruppen generell existieren, welche es da gibt und welche davon man tatsächlich auch täglich essen sollte. Und dann, welche Nährstoffe potenziell kritisch sind. Mhm. Beispielsweise Calcium, Eisen, Zink, Vitamin B12, Vitamin D, Protein. Das hört sich jetzt nach einer riesengroßen langen Liste an, aber sind wir mal ehrlich, wenn man sich mischköstlich ernährt, hat man vielleicht genau die gleichen potenziell kritischen Nährstoffe. Man ist sich dessen einfach bewusst. Dann hätte ich so als dritten Tipp, dass man sich Lieblingsrezepte raussucht. Mhm. Also entweder sucht man sich seine jetzigen Lieblingsrezepte raus und veganisiert die. Kann natürlich passieren, dass man dann nicht mehr ganz zufrieden ist mit dem Rezept, weil es dann vielleicht doch ein bisschen anders schmeckt. Aber man kann ja auch neue Lieblingsrezepte finden. Ja. Also vegane Lieblingsrezepte dann, die super lecker schmecken, die vielleicht auch einfach zuzubereiten sind, die ganze Familie auch gerne isst. Und genau. Also alte Lieblingsrezepte veganisieren, das klappt super. Also das muss ich aus eigener Erfahrung sagen, ich esse eigentlich alles, was ich vorher auch gegessen habe, und habe das einfach veganisiert, und das geht. Ja. Und mittlerweile gibt es so viele verschiedene Rezepte und so viele. Das stimmt. Es ist echt super. Also man kann, glaube ich, tatsächlich heutzutage eigentlich alles veganisieren. Ja, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie man Eisbein veganisiert, aber da gibt es bestimmt auch irgendwelche total raffinierten veganen Rezepte, die da was schon überlegt haben. Also auch gerade so Lasagne oder solche Sachen, ja. Ne? Die sind ja super einfach veganisiert. Kommen halt einfach statt Hackfleisch, kommen halt Linsen rein oder so ein Sojagranulat oder solche Sachen. Ja. Oder auch ein Chili, ne? Also statt Fleisch reinzumachen, kommen dann da halt Kidneybohnen oder Linsen, also genau das Gleiche halt. Ne? Ist auch, ja, und das schmeckt dann auch, also ne, schmeckt ja, auch genauso. Total, also schmeckt total gut. Bei uns darf kein Mais drin sein, weil das mag der Kleine nicht. Ah, okay. Ja, oh, das ist total anstrengend, weil dann muss man immer dran denken, okay, erst Apfel und dann kommt der Mais rein. Und wenn man dann aber schon den Mais drin hat, dann ist eigentlich vorbei, weil dann ist zu viel Mais drin und dann sagt der Mama, da ist Mais drin. Nein. Ja, genau.
Also dann muss man tatsächlich den ganzen Mais wieder zur Seite pieken. Okay, Dann ist ja. das wieder. Dann hat man wieder eine Beschäftigung. Das ist mir tatsächlich schon zu oft passiert, deshalb weiß ich es inzwischen, dass ich Okay. das Feuer abbrennen muss, bevor der Super. Mais reinkommt. Ja, also Lieblingsrezepte finden Lieblingsrezepte, oder dritter Tipp. veganisieren. Ja. Genau. Dann, dass man die Fortschritte in seinem eigenen Tempo macht. Also, dass man nicht sagen muss, okay, ich will jetzt vegan sein. Och Mann, Mist, ich habe heute schon wieder ein Schokokroissant gegessen oder so, dass man sich damit schlecht macht oder so, sondern es gibt da jetzt nicht den einen perfekten Weg, sondern jeder hat halt sein Tempo. Vielleicht sagt der eine, okay, ich setze mir jetzt ein Zwischenziel. Ich esse jetzt noch 4 Wochen lang das, was ich so im Kühlschrank habe oder das, was ich noch so zu Hause habe und dann höre ich auf. Dann Ja. kaufe ich nichts Tierisches mehr ein. Oder man sagt sich, weißt du was, ganz oder gar nicht. Und alles, was ich noch zu Hause habe, verschenke ich jetzt und genau, ich kaufe mich komplett, also stecke mich komplett neu ein. Es gibt in dem Sinne ja kein richtig und falsch, was dein eigener persönlicher Weg ist. Und da kann dir jetzt auch keiner was schlecht reden, weil du musst es ja für dich wissen. Es muss in dein Leben passen, ne? Also Zwischenziele würde ich auf jeden Fall empfehlen und dass man sich halt auch von diesem Perfektionismus verabschiedet. Also es Das ist ist nicht schön, dass du es schlimm. nochmal ansprichst. Ja, das Ja, finde ich auch. es ist nicht schlimm, wenn man dann doch bei der Familienfeier ist und dann gibt es einen selbstgebackenen Apfelkuchen von der Oma und da ist aber Milch und Butter und da ist ein Haufen Zucker drin oder so. Dann ist es nicht schlimm, wenn man davon ein Stück isst. Davon wirst du jetzt kein schlechterer Veganer oder kein schlechterer Mensch. Aber die ganze andere restliche Zeit, alle anderen Mahlzeiten können ja dann so gesund und so grün wie möglich gestaltet Ja. werden. Letztendlich ist es ein Commitment, was du ja mit dir selber eingehst. Du hast nichts unterschrieben. Nirgendwo. Es ist kein Vertrag, den du irgendwo eingegangen bist und du kriegst Vertragsstrafe oder sowas, ja, wenn du es jetzt auf einmal nicht mehr machst. Du kannst dir auch das Ziel setzen, du probierst es einfach mal aus. Es gibt jetzt auch diesen Veganuary, also den veganen Januar, den gibt es jedes Jahr. Da machen so viele Menschen mit. Der wird von ganz vielen Prominenten auch unterstützt und es gibt ganz viele Programme, die einem dabei helfen und Apps und Rezepte und hast du nicht gesehen. Also Ja. das ist halt eigentlich eine super Möglichkeit, um überhaupt mal reinzukommen, weil halt ganz viele mitmachen und man das wirklich als Gemeinschaft dann erleben kann, Ja, das wenn finde ich einem super sowas cool. liegt. Einfach mal ausprobieren. Ich habe das am Anfang auch Ja, so eher so genau. experimentell gemacht. Ich hatte am Anfang total Spaß dran. Es war nämlich, ein Kumpel von mir hat immer so vegane Kochgruppen gemacht, also im Freundeskreis. Und ich habe da total Spaß dran gehabt, so vegane Rezepte auszuprobieren. So vegane Backrezepte, so veganes Baiser aus so Kichererbsen, Ja. Wasser. Weißt du, da sind. Aquafaba heißt es, genau. Ja, da Aquafaba. sind so viele Sachen, ne, da hatte ich richtig dolle Spaß dran, einfach Rezepte und Gerichte zu veganisieren. Und ich finde den Spaß an der Sache halt auch beizubehalten und das jetzt nicht alles so bierernst zu nehmen, Ja, ist, glaube genau. ich, am Anfang sehr, oder ist allgemein hilfreich so, ne, dass es eher so aus einer Freude heraus passiert und jetzt nicht aus so einem krassen ja, Druck und sich da total pushen und fertig machen, so, ne, sondern eher Ja, so richtig. Neugier und Spannung und ich Ja, probiere das richtig. einfach mal aus und ich gucke mal. Man kann ja mal gucken, okay, wie reagiert mein Umfeld drauf? Lass uns einfach mal, ne, gerade so mit den Kindern, lass uns da mal was ausprobieren, was Neues und so. Und wir gucken mal, wie das schmeckt oder so, ne? Finde ich auch super Ja, spannend. das bringt mich nämlich auch gleich zu meinem letzten Tipp dann eigentlich so, zu meinem fünften Schritt, würde ich jetzt mal so sagen. Dass man einfach neugierig ist. Also auch Ja. gerade beim Kochen oder Backen, ne? Dass man halt mal was Neues ausprobiert. Da sind, weiß ich nicht, da gibt es Quinoa. Was ist denn Quinoa? Was Ja. macht man denn mit Quinoa? Wie kann man den essen? Herzhaft? Süß? Kann man damit Bällchen machen? Keine Ahnung. Was kann man mit Quinoa alles anstellen? Dass man einfach neue Lebensmittel einfach mal entdeckt, die man vielleicht vorher gar nicht so kannte. Also Ja. Quinoa und Amaranth zum Beispiel habe ich auch tatsächlich auch erst entdeckt, als ich die Ernährung umgestellt habe. Vorher hatte ich die irgendwie nicht so auf dem Schirm. Und auch Ja. so Bohnen und sowas, das war für mich, ich habe früher tatsächlich super wenig Hülsenfrüchte gegessen. Ja. Dabei sind die so super, super, super vielseitig einsetzbar. Also Kidneybohnen kann man benutzen, um einen Brownie zu backen. Genau, Das habe ich auch schon mal funktioniert. gemacht. So schwarze Bohnen, Kuchen habe ich mal gemacht, Ja, ja. also da gibt es Das so ist viele wirklich der Hammer. Möglichkeiten. Also das war auch so mein größtes Learning, wie viel kreativer ich eigentlich war und wie, ne, also auch das Kochen. Ich habe am Anfang immer so gedacht, man muss sich so krass an Rezepte halten, aber ich bin dadurch, dass ich dann halt die vegane Ernährung integriert habe, so viel kreativer geworden, habe so viel mehr Lebensmittel kennengelernt und Genau. habe dann einfach so, okay, ich hau jetzt mal das rein und das und dann auf einmal schmeckt das so und man macht dann so ganz andere Erfahrungen, wird dann noch eher experimentierfreudiger und neugieriger Ja. und
das machst du ja dann auch mit deinen Kindern zusammen und die lernen das ja dann auch so, ne? Also sozusagen nicht so ängstlich an das ganze Kochen-Thema ranzugehen, weißt du? Weil Ja. was passiert jetzt schon, wie du das deiner Oma gesagt hast? Und war das deine Mama oder deine Oma? Lass doch einfach mal das Ei weg. Die Oma, ne? Schwiegermama, War genau, das? da habe ich das gesagt. Schwiegermama. Lass doch einfach mal das Ei weg. Und vielleicht habe ich mich das vorher nicht getraut, weil ich dachte, ich muss mich genau daran halten. Und dadurch wirst du ja auch wieder flexibler und freier, so was das alles angeht, ne? Ja, genau. Also, ich finde auch, dass da gibt es super, super viele Lebensmittel, die man wahrscheinlich noch nie ausprobiert hat, die da rumliegen. Ja. Einfach mal ausprobieren, neugierig sein, mit den Kindern was Neues entdecken, genau. Ja. Ich würde vielleicht noch mal einen Tipp ergänzen, so baut euch eine Community auf, weil das hat mir am Anfang total geholfen, so, ne? Gerade auch wenn du jetzt Kinder hast, wenn du eine Familie hast und du ernährst dich vegan, bist du ja vielleicht auch so ein bisschen der bunte Hund, sage ich jetzt mal. Und das ist total hilfreich, vielleicht sich auch zu connecten mit anderen veganen Eltern. Wie geht ihr so mit Herausforderungen um und wie macht ihr das? Wie gesagt, mir hat es am Anfang total geholfen, dass ich einfach diese vegane Community hatte. Das hat ja mit Instagram eigentlich angefangen. Und mit meinem Blog dann am Anfang und sowas. Und ich fand das total gut, mich mit Leuten zu treffen, die sich auch so ernährt haben, die auch so ähnliche Herausforderungen hatten. Und dann sozusagen, oh, guck mal, das ist vegan. Also, dass man sich dann noch austauscht, ne? Wo kriege ich was her? Kannst du mir das und das Rezept empfehlen oder so? Oder wir haben am Anfang auch so vegane Meetups gemacht in Berlin, wo wir so, also jeder bringt was mit, ne? Also es war so ein veganes Picknick so in der Art und jeder Mensch bringt was mit und hat eben was Geiles vorbereitet und das fand ich persönlich richtig schön. Also werdet da auch ruhig kreativ, weil ich finde dieser Community-Gedanke, der dahinter steckt, dass man sich einfach austauscht und vielleicht auch über Herausforderungen redet in der Familie, nur so gerade wenn der Partner vielleicht nicht mitzieht, bei euch ist es ja eher ein Glück, so, ne, dass dein Partner Ja, mitmacht, dass also ihr da das stelle zusammen an ich einem mir auch Strang zieht. tatsächlich. Also ich habe das auch in meinen Beratungen, erlebe ich das ja auch immer mal wieder, dass es Partner dann dazu gibt, die halt gar nichts von der veganen Ernährung halten und die sich dann halt aber auch querstellen für eine Beratung. Also Ja. die dann auch von Anfang an sagen, ja, nee, ich habe nicht mal Bock, irgendwie mir eine Ernährungsberatung oder einen Ernährungscoach irgendwie anzuhören, will ich schon gar nicht machen. Und dann ist es halt echt schwierig, da irgendwie vorwärts zu kommen, weil der andere muss halt wenigstens bereit sein, mal zuzuhören. Ja. Oder auch dem Bedürfnis des anderen halt irgendwie mal Achtung schenken. So, okay, guck mal, der will aber wirklich und du willst gar nicht und irgendwie, ne? Das ist ja dann, da können wir dann wieder die gewaltfreie Kommunikation gleich verwenden. Wie schaffe ich das, dass mein Partner mir zuhört? Nee, aber das ist ja, aber genau bei mir ist es ja auch das Thema so, ne? Wenn ein Elternteil möchte das Kind vielleicht bedürfnisorientierter ziehen oder begleiten und das andere Elternteil sagt, ja, so ein Quatsch, du mit deinem, weiß ich nicht, Wischiwaschi-Zeug, so, ne? Hängt ja auch mal mit den eigenen Überzeugungen zusammen, mit der eigenen Erziehung und so weiter. Die Frage ist halt, was will ich in meiner Familie sozusagen erschaffen, so, ne? Will ich, dass alle irgendwie gehört werden, gesehen werden? Will ich, dass alle glücklich sind? Und vielleicht lohnt es sich ja, sich das einfach mal anzuhören, so, ne? Also im Prinzip will dir ja niemand irgendwas wegnehmen, sondern du kannst dir das ja anhören und immer noch entscheiden, so, ne? Das ist ja dann, oftmals denken wir dann, okay, die wollen mir irgendwas vorschreiben. Aber vielleicht höre ich dann einfach mal hin, was ist der Person denn jetzt gerade wichtig? Worum geht es dir denn jetzt eigentlich gerade, wenn du mir das irgendwie sagen willst? So, ne? Also. Also das hat auf jeden Fall Herausforderungen, definitiv, wenn der Partner nicht mitzieht. Bei Kindern ist es, glaube ich, je jünger sie sind, umso einfacher tatsächlich, weil du halt super viel über deine eigene Vorbildrolle machen kannst. Ja. Also unser Kleiner ist jetzt von Geburt an vegan unterwegs, beziehungsweise er ist ja nicht vegan. Eigentlich darf ich das gar nicht sagen, weil er ist in der Kita, ist er ja auch vegetarisch. Aber zu Hause ist er komplett vegan, so wie wir halt auch. Und unterwegs, wie gesagt, wenn wir mal bei der Oma sind und da gibt es Apfelkuchen, dann gibt es halt Apfelkuchen, ja. Auch wenn der nicht vegan ist. Da mache ich jetzt auch kein Fass auf und sage ihm dann, aber du, da ist Nee. Butter drin, das darfst du nicht Du essen. bist gar kein Aber richtiger selber esse ich Veganer. dann. Also, ja, genau, man könnte mir jetzt auch unterstellen, ich bin gar keine Veganerin, weil ich den Apfelkuchen meiner Oma ab und zu esse. Aber Ja, das gut, ist, ich finde, das sind so dann ist das so. Wörter. Dann ist es halt so. Okay, dann bin ich halt Also. nicht in der Schublade drin, so, ne? Genau. Nein, deshalb sage ich auch ganz oft, ich ernähre mich pflanzenbasiert. Denn den Punkt habe ich noch gar nicht aufgezeigt. Vegan hat noch lange nicht irgendwas mit gesunder Ernährung zu tun, weil Chips, Cola, diverse Süßigkeiten können auch alle vegan sein, haben aber halt nichts
mit einer ausgewogenen, gesunden, pflanzlichen Ernährung zu tun. Genau, Und ja. wenn man tatsächlich sagt, man ernährt sich ausgewogen und pflanzlich, dann kann man halt schon unterstellen, dass derjenige sich abwechslungsreich ernährt, dass da halt wenig Zucker drin vorkommt, wenig verarbeitete Lebensmittel und genau. Ich habe mich gerade so, also irgendwie kam das gerade so bei mir an. Du kannst ja auch sagen, ich ernähre mich bedürfnisorientiert, weil Bedürfnis, weißt du, ich meine, also im Prinzip achtest du ja dann auch die Bedürfnisse der Tiere in dem Moment. Du achtest die Ja. Bedürfnisse der, also weil eigentlich ist es ja auch so, dass kein Kind so, dass, also die Kinder können es ja noch nicht so richtig entscheiden, will ich jetzt, wo kommt denn das jetzt eigentlich her, was auf meinem Teller ist? Ne? Ja. Und ich gehe jetzt einfach mal davon, also ich habe noch kein Kind gesehen, was jetzt irgendwie Bock hat zu sehen, wie ein Tier gequält wird oder so, ne? Also Kinder lieben Kann ich Tiere. mir auch nicht vorstellen, dass Und da jetzt irgendein Kind in den Hühnerstall geht und sagt, lecker Chicken lecker, zu mir Nuggets. laufen die, mir läuft das Wasser am Mund zusammen. Also es ist ja eher, es wird ja immer gesagt, wir sind halt eigentlich omnivor, wir sind Fleischesser. Aber ich denke mir so, wenn so ein Löwenjunge ist und eine Gazelle vorbeilaufen sieht, dann ist das schon so eher Speichelfluss und ich habe da halt Bock drauf. Und wenn du Kinder beobachtest, die dann im Streichelzoo sind, das ist jetzt nicht so, oh lecker, ich würde jetzt gerne dieses Kaninchen essen. Weißt du, ich Nee, meine, glaube ich auch. wie Ja, also würdest du das sehen? evolutionsbedingt ist es tatsächlich ja so, dass der Mensch omnivor ist, ne? Also das bedeutet, er ist ein Allesesser. Das heißt auch, er isst Pflanzen, aber halt auch tierische Produkte. Wenn man sich die Evolution anschaut, sieht man dann allerdings auch, dass der Mensch sich überwiegend von pflanzlichen Lebensmitteln ernährt hat. Sei ist es jetzt Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Saaten und Nüsse und so weiter. Ich meine, Ja. Menschen haben Fleisch gegessen. Aber deshalb müssen wir es ja heute nicht in unserer modernen Welt. Es gibt ja inzwischen so viele andere Alternativen, dass wir halt nicht darauf aus sind. Wir müssen keine Tiere quälen, leiden lassen und am Ende töten, um sie zu essen. Also wir müssen das ja nicht machen. Es Ja. gibt so viele andere Alternativen inzwischen, dass Genau, und man das darauf meine ich halt verzichten mit kann. bedürfnisorientiert, ne? Wir sind nicht darauf angewiesen und wir können halt einfach auch. Und ich finde es halt auch so ein Geschenk, so, ne? Wir können halt auch dann neugierig sein und schauen, okay, wie. Also es ist eigentlich sind Win-Win-Situationen, die dadurch geschaffen werden, finde ich. Zumindest mal ausprobieren. Und du hast so viele schöne Tipps gegeben und ich danke dir auf jeden Fall dafür. Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, wir konnten hier Leute inspirieren, das einfach mal auszuprobieren und auch mutig zu sein. Du gehst da mit einem super Beispiel voran. Ihr seid alle gesund und munter. Keiner liegt jetzt irgendwie hier am Tropf oder so. Nee, 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 Du nee. siehst jetzt auch nicht so, als ob du total Mangel ernährt hast. Und Oh ja, ganz schlimm. Oh, da könnte ganz. ich dir jetzt ja auch noch super viel zu erzählen. Ein Arbeitskollege von mir, der meinte auch, Veganer sind ja alle krank. Die sehen ja alle krank aus. Ich so, guck mich mal bitte an, sehe ich krank aus? Ich lebe noch so, ja. Ja, Gerade also, so. ja, du jetzt nicht. So, ja, genau. Aber wer weiß, wie die anderen sich ernähren. Du kannst ja jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, nur weil du da drei Veganer kennengelernt hast. Ja. Also, Ich finde es immer eher krass, so, dass diese Vorteile immer noch existieren. Ich bin dann immer so überrascht, weißt du, dass wenn ich dann sowas höre, also ich höre sowas eigentlich auch ich bin selten. sowieso ganz oft ganz überrascht, wenn ich auch so Kita-Dosen sehe, dann kommt mir auch manchmal das Grauen, wenn ich das so sehe, was da manche Kinder mit in die Kita bekommen. Aber das ist wieder ein anderes Das ist Thema. wieder ein anderes Thema, aber dafür bist du ja auch da. Du bist als Ernährungscoachin sozusagen unterwegs mit einer Mission und ja, mega cool. Also wie gesagt, ich verlinke deinen Instagram-Kanal und ich verlinke dein E-Book, was die Leute sich für 0 € runterladen können und das Genau. ist richtig cool und ich hoffe, wir konnten Leute inspirieren und wenn noch Fragen sind oder sowas, schreibt gerne der Isabel auf ihrem Instagram-Kanal, schreibt gerne mir, wenn ihr irgendwie ne, noch Inspirationen habt oder wenn ihr sagt, ja, das ist totaler Quatsch, was ihr da erzählt habt oder so. Dürft ihr natürlich auch. Wird dann natürlich unkommentiert gelöscht. Aber nee, ich danke euch. Also ich danke dir auf jeden Fall. Ich danke euch auch fürs Zuhören. Und ja, hast du noch Ja, danke, irgendwas, dass was ich hier du sein durfte. sehr gerne, sehr gerne. Hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden willst, was du noch ergänzen willst, unbedingt, wo du sagst, das muss jetzt unbedingt noch raus? Nein, eigentlich nicht. Sei offen, probier es einfach mal aus und genau. Ich helfe und unterstütze gern. Sehr schön. Dankeschön. Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Dir hat die Folge gefallen?
Unterstütze mich gerne, indem du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes dalässt und folge mir auf Instagram @yvonnegeorge.de. Damit hilfst du mir, auch weiterhin wertvolle, kostenlose Inhalte für bedürfnisorientierte Eltern und starke Kinder bereitzustellen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.